Öffentlichkeit stehen. Ich als Musiker kann das sagen, dass sich leider sehr wenige trauen. Aber es gibt Sportler, die sich trauen. Macht einen donnernden Applaus für den Basketballer Joshiko Saibu, die Leichtathletin Alexandra Wächter und den Fußball-Weltmeister Thomas Berthold. Hallo an meine Heimat Berlin. Am 1.8. habe ich genau hier gestanden, um mit vielen von euch für unsere Grundrechte zu demonstrieren. Das war die erste Demo, an der ich in meiner aktiven Basketballkarriere teilgenommen habe. Die Spaltung, Angst und Unsicherheit, die sich zwischen den Menschen aufgebaut hat, besorgt mich. Menschen drehen die Köpfe, bevor sie über bestimmte Themen sprechen. In ganzen Communities, in Freundschaften und sogar in Familien tun sich Gräben auf. Viele von euch haben sicher manche solche Erfahrungen machen müssen. Aber wir alle haben ein Mitspracherecht zur Gestaltung unseres Lebens. Deswegen war ich hier, um die Verhältnismäßigkeit der Staatsmaßnahmen zu hinterfragen. Kurz danach haben sich die Ereignisse in meinem Leben überschlagen. Mein Agent rief mich an und sagte, mein Team kündigt mir fristlos, da ich angeblich ein Infektionsrisiko darstelle. Man schrieb Headlines wie: Bleibt der Corona-Leugner im Nationalteam? Mein erster Gedanke: Ich habe nie Corona geleugnet. Mein zweiter Gedanke: Ist Hinterfragen von Maßnahmen heute schon eine Leugnung? Eine Flut von Anrufen und Nachrichten aus der ganzen Welt haben mich erreicht. Positive wie negative. In einer Nachricht wird meiner Familie der Tod gewünscht, in der nächsten bekomme ich ein Jobangebot auf Lebenszeit. Mehr Polarisierung geht nicht. An dieser Stelle ein Dank an alle Menschen, die Support ausgesprochen haben und ihre persönlichen Schicksale mit mir geteilt haben. Diese Schicksale sind einer der Gründe, warum ich heute hier spreche. Viele Menschen haben Angst davor, ihre Meinung zu äußern, aus Angst vor Konsequenzen. Das ist nicht das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an unsere Gesellschaft denke. Und das tolerante und offene Leben, was wir uns alle wünschen. Ich bin Basketballspieler, aber in erster Linie bin ich Mensch. Ein Mensch mit dem Recht auf eine eigene Meinung, so wie jeder Einzelne von euch auch. Meine Familie hat mich gelehrt, für das, was ich für richtig halte, einzustehen. Ich glaube an Liebe statt Angst, Toleranz statt Diskriminierung und Gemeinschaft statt Spaltung. Die Meinungsvielfalt ist das, was unsere Kultur und Gesellschaft ausmacht. Und meine Hoffnung mit diesen Worten, die ich an euch richte, ist Folgendes zu realisieren. Jeder einzelne von euch trägt sein Teilstück zur Gesellschaft bei. Nutzt eure Stimme, gestaltet mit. Manchmal ist der Weg nicht einfach, aber glaubt mir, er wird es immer wert sein. If you don't stand for something, you will fall for anything. Danke.
ist Liebe und Respekt an alle, die für ihre Meinung gerade stehen, für die positive Veränderung, auch wenn sie nicht dem Mainstream entspricht. Liebe und Respekt an die Experten in ihrem Bereich, die Gesicht und Rückgrat zeigen konnten für ihre kritische Meinung, ihre Auswertung, ihre Einschätzung abliefern konnten, die in einem demokratischen System eben nicht bestraft werden sollte. Sie sollte vielmehr gehört, respektiert und sogar angewendet werden. Has come together today to stand as one. As long as you speak up with good intention, and when you speak for the people that are not being heard right now, you will be in peace with yourself. Denn hier geht es um die Meinungsfreiheit. So wurde ich erzogen, und so werden wir auch unsere Kinder erziehen. Dankeschön. Hallo ihr Lieben!